Okay, Johannes, wir sind auf Sendung. Servus, Leute. Hallo, Ich einen habe schönen guten heute Tag. den Johannes Fröhlinger an meiner Seite. Johannes, wie geht's dir erstmal als Radsportrentner? Sehr gut soweit, ja. Ich habe mit ein bisschen gemischten Gefühlen meine Karriere beendet, aber Ja. habe mich jetzt auch gut damit abgefunden und schaue sehr positiv in die Zukunft. Ja, wie viele Jahre hast du in den Beinen gehabt? Profi-Radsport 10, 12? 13 Jahre als richtiger Vollzeitprofi, aber im Prinzip 15 Jahre lang mich mehr oder weniger nur damit beschäftigt, Radrennen zu fahren. Ja. Ja, Leute, ich habe über die Deutschland-Tour hatte ich in den vergangenen Tagen gesehen, dass der Johannes dort als Coach mitkommuniziert wurde, dass er entsprechend nach seiner Karriere ja, sich als Coach etablieren möchte. Und dort wurde er dann auch euch Teilnehmern ja, als Coach empfohlen. Und dann gab es noch eine zweite Meldung in den letzten Tagen, dass der Johannes da auch ein paar Trainingspläne veröffentlicht hat, die ihr natürlich gerne umsetzen könnt und nachtrainieren könnt, etc. Darüber reden wir vielleicht mal später. Anfangen würde ich einfach mal ganz gerne so mit einem kurzen Schwenk, interessiert mich immer persönlich sehr, über deine Karriere. Du bist jetzt, wie gesagt, 13 Jahre warst du professioneller Radfahrer. Wenn ich dich jetzt in der Kneipe abends treffen würde und dich frage, Mensch, Johannes, was bleibt denn, was waren so das Krasseste, das Coolste aus diesen 13 Jahren, wenn du da mal so zurückdenkst, fällt dir da spontan irgendwas ein? Ah, ist immer schwer, also eine Sache rauszupicken, weil es einfach so viele Erfahrungen sind. Aber es ist so, einerseits immer irgendwie schade, dass der Radsport sehr stark auf die Tour de France so reduziert wird. Aber Ja. das war für mich schon auch so das Highlight meiner Karriere, weil die Tour de France war, wie es bei vielen ist, so ein Kindheitstraum. Das habe ich als Jugendlicher verfolgt. Und dann irgendwann mal in die Situation zu kommen, da nah ranzukommen, dort starten zu können. Und dann habe ich es tatsächlich auch geschafft, da viermal am Start zu stehen. Das war schon auf jeden Fall ein großes Highlight und dann noch die Teilnahme an mehreren Radweltmeisterschaften, so für die deutsche Nationalmannschaft zu starten, sind sicherlich auch schöne Momente. Aber mein Herz lag immer an der Vuelta a España. Das war so mein Lieblingsrennen, wo ich 10-mal am Start stand und da habe ich natürlich auch mit verschiedenen Teamkollegen einige Etappen gewinnen können, also als Teamkollege der Sieger der Etappen und habe da auch sehr viele gute Erinnerungen. Wieso Spanien? Wieso diese Affinität? Ja, das war meine erste Grand Tour 2007, meinem ersten Profijahr und seitdem hat es mich immer wieder dahin gezogen. Ja, einfach gefallen, dieser ein bisschen späterer, lockerer Rhythmus. Die Starts sind spät, man ist abends auch sehr, sehr spät im Bett, aber das hat mich mal, muss man sich ein bisschen adaptieren, weil in anderen Rennen ist der Rhythmus anders, aber es hat mir immer gut gefallen da. Ja, deine Erfolge, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber deine beste Etappe nach Internetrecherche war das die in Arcalis, Andorra Arcalis, bei der Tour de Bei France. der Tour de France, genau, ja. Ja, da warst du Zweiter, Dritter? Dritter, ja. Dritter. Ja, monstermäßig. Hammer. Das war mit Sicherheit so einer meiner besten Tage auf dem Rad, wo ich auch eine extrem gute Tagesform hatte, ein Quäntchen Glück und da eine Topleistung so geliefert Ja. habe. Ja. Ja, ich war 2016 übrigens auch über Team Sunweb waren wir damals in Arcalis. Und ja, ist ein schöner, wahrscheinlich schön zu fahrender Anstieg eigentlich, oder? Ist jetzt relativ gleichmäßig, sind jetzt keine Monsterrampen drin. Die Anfahrt zieht sich halt ewig das Tal hoch von Spanien Richtung die Grenze in Andorra und dann geht es in Etappen hoch und dann der letzte Anstieg des eigentlichen Andorra Arcalis ist kein, wie du sagst, kein extremer Anstieg. Da gibt es sicherlich in Alpen, Ja. Pyrenäen giftigere, schwerere Sachen zu bewältigen, ja. Das würde ich gerne mal fragen. Was war so der fieseste, der übelste Anstieg, wenn du da einen rauspicken müsstest? Fällt dir da einer ein? Mortirolo oder Ja. was? Schon am Mortirolo in Spanien haben sie jetzt die letzten Jahre immer versucht, extreme Sachen rauszupicken. Sind zwar alle nicht so lang, da war lange der Angliro Ja. sicherlich ganz vorne zu nennen. Und dann bin ich auch vor 3 Jahren der Los oder Las Machucos, irgendwo in, nicht in Kantabrien, in Asturien ist der auch, wie der Angliro auch. Eine ganz, ganz, ganz extreme Rampe. Ja, scheiße. Los Machucos, glaube ich, müsste ich nochmal genau nachrecherchieren. Aber da Aber hast du doch, glaube ich, von deiner Statur her relativ wenig Probleme, oder? Wenn ich mir dich so angucke. ja, klar, ich habe geringeres Gewicht als viele andere Fahrer, aber trotzdem muss es irgendwie hochgestemmt werden. Wie groß bist du? So 1,73. Und wiegst, lass mich raten, ich habe nicht recherchiert, würde schätzen so
Im unteren 60er-Bereich, 1,62. Genau, 1,62, ja. Und das hältst du jetzt auch noch nach der Karriere? Momentan habe ich es noch gehalten, ja. Ich habe vielleicht ein bisschen Muskulatur aufgebaut, abgebaut, an den Oberschenkel abgebaut, aber momentan bin ich noch relativ stabil. Ja, das wäre eine Frage, die mich noch interessiert. Wie du natürlich dein tägliches oder wöchentliches Trainingsvolumen wird gerade gut runtergedampft. Du bist nicht mehr aktiver Profi. Wie machst du das Stichwort abtrainieren? Wie gehst du da vor oder machst du gar nichts? Na, gar nichts wollte ich nicht, weil ich dafür einfach ein zu bewegungsbegeisterter Mensch bin. Habe mich Ja. auch mit verschiedenen Menschen oder Leuten unterhalten und habe immer noch großen Spaß am Radfahren und werde sicher jetzt auch, der Winter war zwar sehr mild, aber wenn das Wetter nochmal, die Temperaturen so mehr öfters in die zweistelligen Bereiche gehen, werde ich bestimmt so viel Radfahren wie möglich. Aber war die letzten Wochen, Monate tatsächlich, ja, ich glaube so knappe 10 Mal, wenn man beide Hände Ja, zusammennimmt, war ich ja. überhaupt nur auf dem Rad, aber vieles andere Sachen gemacht. Und Schwimmen. so nahezu täglich bewegt, ja. Ja. Gym, Schwimmen, Joggen, Skilanglaufen. Ja. Wir hatten gestern ein Vorgespräch, Leute, Johannes und ich, da hat er mir kurz gesagt, dass er halt viel schwimmen geht. Mich persönlich interessiert immer, wie man natürlich nach so einer heftigen, aktiven Karriere mit viel Belastung natürlich dann so runterkommt. Ist ja auch ein Thema fürs Herz, ne? Dass man da irgendwie Ja, mit Sicherheit. Das, nicht von 100 auf 0 runtergeht. ja. Jeder Mensch generell sollte dann versuchen, so viel Sport wie möglich zu machen, wie man es in den Alltag einpflegen kann. Aber gerade wenn man aus so einem enormen Trainingspensen und Wettkampfstunden wie ich kommt, Ja. sollte man noch ein bisschen mehr machen, ja. Bist du so von der Genetik her so ein dünner Kerl oder hast du früher vor allem irgendwas Spezielles gemacht, dass du das Gewicht so niedrig gehalten hast? Gibt ja welche, die können essen, was sie wollen, da passiert nichts. Ja, ich glaube schon, dass ich achte drauf, Ja. sonst wird das schon relativ schnell hochgehen auch, ja. Auch bei dir, Weil ich ja? bin, von der Genetik her war ich jetzt auch als Jugendlicher nicht extrem dünn. Ja. Hast du so irgend so eine Faustregel, die du immer befolgt hast? Abends vielleicht keine Pasta mehr oder gab es so irgendwas, wo du für dich immer so geguckt hast? Thema Nee, Ernährung? ich habe nie was Radikales gemacht, muss es einfach immer anpassen. Und Ja. ich sage auch immer, ich finde es immer gut, einmal ein Bewusstsein dazu zu entwickeln, dass man immer, wenn man was isst, sich genau damit auseinandersetzt, wie viel man jetzt so verbrannt hat, was man am nächsten Tag vorhat, dass es immer in Relation steht. Ja. Und dann, damit kann man sich, denke ich, schon ausgewogen, vernünftig durch den Alltag bewegen mit so einer. Ich habe mal ein Interview mit Marcel Wüst geführt hier aus Köln und der meinte damals zu seiner Zeit, wenn man das bildlich ausgedrückt hätte, du wärst in eine Kneipe gegangen, dann wären links die Sprinter gewesen, hätten Pommes und Steak gegessen und ein Bier getrunken und rechts hätten die Rundfahrer gesessen bei einer Wassermelone und einem Salat. Stimmt das heute noch? So übertrieben gesagt? Ja, so übertrieben gesagt kann ich das schon auch aus dem Profi-Peloton ein bisschen bestätigen, weil ich bin Ja. ab und zu mal, vor allem jetzt in meiner letzten Profisaison im Frühjahr, in die belgischen Kopfsteinpflaster-Frühjahrsklassiker-Rennen in die Mannschaft reingeworfen worden, als Ersatzfahrer eingesprungen. Ja. Und wenn man da sieht, wie die Fahrer, diese spezielle Fahrertypgruppe sich am Buffet so bewegt. Und wenn man dann zur Baskenland-Rundfahrt eine Woche später wechselt und dann mehr so die Bergfahrerfraktion ist, das ist schon doch absolut ein sicherer Unterschied festzustellen Ja, in der Ernährungsweise. Aber ja. hängt einfach damit zusammen, wenn die Leute um die 80 Kilo wiegen und die andere Gruppe halt so im unteren 60er-Bereich, dann wird auch weniger und beziehungsweise mehr verbrannt. Ja. Ich versuche gerade, ich nehme dieses Jahr beim Ötztaler teil. Kennst du den eigentlich so, auch aus Profisicht, vom Namen her? Bin nie gefahren, aber klar, das ist Vom ja Namen her, okay. bekanntes Event, ja. Ja, Und und ich die Tage versuche. bin ich auch schon mal gefahren, ja, aber nicht im Zuge des Events, ja. Was bist du schon mal gefahren? Ein Ötzi, die Strecke. Die Strecke, ja, Ah, also okay. in Teilen, aber Ah, nicht, bin okay. nicht die Strecke bewusst an einem Tag Ja, abgefahren, nee. ja. Ja, und ich bin 1,86 groß und versuche so zum Ötzi, keine Ahnung, 79, vielleicht 78 auf die Kette zu bekommen an Kilos. Jetzt bin ich gerade so bei 81,x. Und ich hatte es ja gestern gesagt, ich arbeite da auch sehr eng mit dem Robert Gorgos zusammen und er gibt da sehr, sehr gute Tipps. Und was ich so für mich beherzige, ist halt so sukzessive langsam runterzugehen. Und keine, wie du eben auch gesagt hast, keine Crash- oder Radikalgeschichten zu machen, ist ja vermutlich dann auch für den Körper ja nicht cool, wenn man natürlich von heute auf morgen Ja. viel verliert und so. Gerade natürlich mit dem Training nützt ja nichts, wenn du das Gewicht reduzierst, aber die Leistung nicht mehr auf die Kette bekommst. Ja, Genau. aber das nur mal so am Rande. Wer war eigentlich so dein, würde mich auch mal interessieren, bei so einem Ex-Profi,
der beste Teamkollege, den du je hattest? Kannst du da mal einen nennen, wo du sagst, das ist der beste Radsportler, mit dem ich je zusammengefahren bin? Ist auch eine schwere Auswahl zu treffen, aber Tom Dumoulin? mit ihm kam ich auch gut klar, aber würde ich jetzt nicht also an erster Stelle nennen, weil wir auch weniger Zeit miteinander einfach verbracht haben. Wir sind einige Rennen zusammen gefahren, Ja. aber ja, also so mit Fabian Wegmann habe ich dadurch, dass er lange Zeit auch in Freiburg, wie ich gewohnt habe, und wir Ja. dann viele Jahre fast täglich, wenn wir beide zu Hause waren, zusammen trainiert haben. Und Ja. darüber hat sich eine Freundschaft entwickelt, wo ich ihn dann wahrscheinlich jetzt so an erster Stelle Cool. nenne, nicht nennen würde, sondern nenne. Ja. Und gibt's so Kollegen, so Und Teamkollegen, wo man merkt, ey, Alter, die sind so ambitioniert mit ihrem Training und die lassen nicht locker, dass die einen jeden Tag quasi nerven per WhatsApp und Co. Komm, lass uns fahren gehen? Oder wie ist das so bei Profis? Oder gibt es auch welche, die du quasi motivieren musst? Oder hat das eine eigene Motivation, dass die eh trainieren müssen? ja, es ist schon so in den großen Teams mittlerweile. Ist da jeder für sich selbst eigentlich so diszipliniert, dass das Trainingspensum, was die Teamtrainer, was mittlerweile trainiert fast jeder mit Vorgeben. Trainer von den Mannschaften, das wird schon erfüllt. Okay. Also es ist nicht mehr so, dass man sich da gegenseitig in Arsch tritt, um so auszudrücken. Okay, ja, ich finde es immer interessant, in die Profi-Welt so ein bisschen einzutauchen. Bei Aber ihr. es hilft auf jeden Fall oft, wenn man auch, wir jetzt auch in Freiburg haben wir auch mehrere Profis wohnen in den letzten Jahren gehabt. Wenn man einfach einen zentralen Treffpunkt hat, wo man zusammen losfährt, dann haben wir uns oft an einer Stunde getrennt und dann danach wieder getroffen, jeder seine Programme irgendwo am Berg fährt. Okay. Aber das hilft schon zur Motivation, auch wenn es dann Ja. noch Nieselregen ist oder so morgens, dass man klar weiß, okay, da an der Zeit, der Ort treffe ich jemanden, da kann man zusammen starten. Das Wo macht es dann war? schon leichter, als alleine Ja. loszurollen Wo im war Kopf. euer Treffpunkt so immer? Wir hatten früher oft einen am Fluss in Dreisam in Freiburg und die letzten Jahre mit so einem Café sehr oft getroffen. So ein kleines Okay. Außencafé, was dann natürlich auch gut ist, wenn der eine oder andere zu spät kommt, Ja. kann man da die Zeit vertreiben. Welches Café ist das so in Freiburg? Das Bios-Café. Bios Café. Biosk, ja, Biosk. Biosk. Also Okay, Leute, wenn wie Kiosk nur mit B, Jetzt sehr zu empfehlen. tun wir dem Besitzer vielleicht einen Gefallen, wenn ihr Bock habt, in Freiburg Radsport-affine Leute zu treffen oder sowas, vielleicht mal zum Biosk-Café gehen. Freiburg ist eh eine sehr schöne Stadt, oder? In Deutschland so fürs Radfahren insgesamt. Ja, total. Kommen wir vielleicht gleich auch noch darauf zu sprechen, dass ich nicht gebürtig hierher komme aus Freiburg, aber ich bin wegen dem Radfahren hierhergezogen. Ja. Ende 2006, also im Winter vor meiner ersten Profisaison, weil ich das auch so in Deutschland damals als die beste Region eingeschätzt habe und das hat sich nur bestätigt und jetzt kann ich mir nur schwer vorstellen, wieder die Stadt zu verlassen. Ja, Johannes und ich, Leute, wir kommen aus der gleichen Region eigentlich. Ich bin in Prüm geboren, du bist in Gerolstein geboren. Ich glaube, das sind Genau. jetzt 20, 30 Kilometer auseinander. Das Sowas, heißt, ja. du bist auch ein Eveler Jung. Ganz genau. Und bin in Prüm, in deinem Geburtsort, zur Schule gegangen, Da ja. bei der Basilika. Ja. Ah, krass. Genau. Kannst du noch Eifelanisch so ein bisschen sprechen? Verstehst du auf jeden Fall. Nicht, ich habe es noch nie wirklich beherrscht, ehrlich gesagt, aber meine Eltern kommen aus Trier und sind dann aufs Land quasi 60, 70 Kilometer weiter nördlich hochgezogen. Aber das heißt, so zu Hause haben wir den Akzent nie gesprochen. Ja, aber du Und verstehst es. dadurch, ich verstehe es schon, aber ich habe Ja. so nie. Nur nach, auch nur nachgeahmt. Ich hatte gestern, mein Papa war gestern bis heute da und habe ich ihm gestern gesagt, dass ich mit dem Johannes so ein Telefonat hatte. Und meinte, der Fröhlinger? Ich so, ja. Oh, der wusste genau Bescheid aus dem trierischen Ja, Volksfreund, Karriere quasi jetzt beendet und so. Du bist ja da schon also bekannt wie ein bunter Hund in der Eifel. aber das weiß ich nicht, ob ich auf der Straße groß bekannt Ja. erkannt werden würde, aber der Trierische Volksfreund hat, also gerade zu Beginn meiner Karriere, als auch das Team Gerolstein auch noch bestanden hat, Ja. hatte ich schon relativ oft darüber Ja. berichtet. So. Und, aber es ist ja natürlich keine Radsport-Gegend, absolut nicht. Aber trotzdem bekommt man dann Aufmerksamkeit, wenn ein Profisportler aus so einer kleinen, strukturschwacheren Region, sag ich mal, Ja. herkommt. Ja, aber die Eifel, meine Oma, die kommt da auch, also ist jetzt gestorben, aber kommt aus der, wir hatten da so einen Hof bei Prüm, so 20, 30 Kilometer nochmal Richtung belgische Grenze, Winterspelt, falls du das kennst. Ja, klar, kenne ich auch, Ich ja. finde das, finde ich so als Region zum Fahren einfach traumhaft, muss man schon sagen.
Ist super schön, kann ich auch nur empfehlen, weil man Ja. extrem viele kleine, ruhige Straßen hat, wo dir Ja. keine Autos entgegenkommen. Ja. Es ist nur ein rauer Winter Ja. und ein langer Winter auch, der früher Ja. anfängt als anderswo und dann Ja. auch im Frühjahr sich noch gerne noch länger zeigt. Ja. Aber im Sommer eine absolute Traumgegend zum Radfahren. Und im Sommer, Leute, kommt der Eifel 205 in die Region. Das ist ja von den Veranstaltern von Mallorca 312. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Die ziehen das Rennen da hoch mit Start und Ziel in Prüm. Vom Profil her kennst du ja bestens. Ich glaube, das sieht so ein bisschen nach Ardennen-Klassiker aus. Also Ja. ewig hoch und runter. Passieren, glaube ich, einen schwarzen Mann bei Blaalf. Kennst du? Höchster Punkt der Eifel. Ist politisch auch irgendwie kein korrekter Name, wie ich finde. Ja. Aber, naja, gut. Ja, kommen wir mal, Thema Jedermann, auch auf deine neue Rolle zu sprechen. Du bist ja jetzt kommuniziert worden als Coach für die Deutschland-Tour. Kannst du vielleicht mal kurz den Leuten schildern, wie kam es dazu und was ist so die Idee dahinter? Ja, generell erstmal zur Deutschland-Tour ist es ja so gesehen, dass natürlich das Profirennen erstmal der Aufmacher des ganzen großen Veranstaltung ist, aber es soll eine große Veranstaltung sein für, ja, für die ganze Familie, mit Veranstaltung für Kinder und vor allem auch das Jedermann-Event, dass man mehr Leute in Deutschland mit dem Radsport in Verbindung bringt und ihnen dort auch eine Plattform gibt, irgendwo daran teilzunehmen. Ja. Und da bin ich jetzt mit ins Boot gezogen, weil ich jetzt auch in meiner Profikarriere, ja, mich auch ein bisschen hin und her überlegt habe, die letzten Jahre schon. Es deutet sich dann irgendwann an, wenn man die 20er verlässt, dass irgendwann ist die Zeit vorbei, wenn es auch durch eine Verletzung von heute auf morgen auch theoretisch immer vorbei sein kann. Das ist ja im Leben des Berufssportlers so. Auf jeden Fall sehe ich mich in der Zukunft als Trainer auch im Radsport arbeiten und da sind wir jetzt erstmal so zusammengekommen, Ja. Veranstalter der Deutschlandtour und ich, Ja. dass ich das Jedermann-Rennen betreue. Ja, was heißt das konkret für die Jedermänner selber, wenn die jetzt sagen, okay, cool, Johannes ist ein kompetenter, sympathischer Kerl, ich würde gerne mit ihm was machen. Was gibt es da aktuell für Angebote? Da sind natürlich sehr, sehr viele Starter, die hoffentlich dann kommen nach Ja, Nürnberg. ja. Es ist natürlich schwierig, mit jedem persönlich in Kontakt zu treten. Ja. Aber es ist so, dass jetzt online, das sieht man auf der deutschlanddeinetour.de, auf der Homepage sind Trainingspläne von mir ab dem 1. März. Also seit ein paar Tagen Ja. sind die angelaufen für drei unterschiedliche Leistungsgruppen, wo man sich selber einordnen kann. Als absoluter Anfänger, was hoffentlich dann auch dort in Nürnberg am Start sein wird, die zweite Gruppe der Fortgeschrittenen und die dritte Gruppe Jedermann Ja. Pro, die sich doch schon mit sehr, sehr vielen Trainingsumfängen dann Ja. dort auf diesen Wettkampf vorbereiten können. Ich gucke gerade mal auf die Seite selbst. Eine Frage habe ich nämlich dazu, falls ich das jetzt hier schnell finde. Wie unterscheiden sich, ach hier bist du genau, Joe Froh. Ah, jetzt habe ich wieder diesen Sound hier auf dem Ohr, ich mach's zu. Du hast zwar gerade die Skills quasi, die Levels differenziert, aber wie lange sind diese Trainingspläne? So einen Monat oder drei? Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie viele sich schon reingestellt haben. Ich glaube, jetzt ist erstmal der März drin. Okay, achso, Es es wird eine, gibt, okay. es gibt eine Monatspläne wöchentliche, gibt für noch, bis genau das. dahin. Okay. Und es gibt noch eine wöchentliche Erinnerung auch, aber es Ja. sollte jetzt schon der ganze März, dass man so auch langfristig Okay. sieht, was man die nächsten 3, 4 Wochen so einplanen kann, wenn man sich an diesen Plan halten will. Okay, und die Einheiten werden die dann, bekommen die Leute als E-Mail oder PDF, Training Peaks etc.? Da muss sich dann jeder Sportler selber Okay. sehen, wie er das selber auswertet auch, aber Ja. dort ist die klare Vorgabe, was mein Vorschlag ist, sich bestmöglich auf den 23. August vorzubereiten. Ja, ich werde ja auch am 23. dann zugegen sein in Nürnberg. Würde mich freuen, dich dort dann auch nochmal zu treffen. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Ist ja immer viel Gewusel. Und ja, wie ist es gerade so bei dir? Schaust du dir noch die World Tour Rennen so irgendwie am Rechner oder vom Fernseher an? Jetzt vor allem, wenn die Klassiker losgehen? Live habe ich tatsächlich jetzt noch gar nichts gesehen, aber ich habe alle Ergebnisse verfolgt und auch den einen oder anderen Sprint mir danach im Video Ja. angeguckt und Ja. hoffe jetzt auch, dass die nächsten Rennen stattfinden werden. Das ist natürlich gerade heiße Diskussion, Strade Bianchi ist ja so, wie es vor allem in Italien aussieht. man weiß noch nicht, ob es Aber stattfindet. wenn es stattfindet, werde ich es auf jeden Fall verfolgen. Also die Ergebnisse habe ich alle gelesen, die bisher Ja. so auf jeden Fall auf Virtual Level stattgefunden haben. Hast du eine Meinung zum Thema Corona und Strade Bianchi und andere Rennen? Kann man so ein Bauchgefühl, ob man es machen soll oder nicht?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Diskussion, weil keiner wirklich einschätzt, oder ich kann es auf jeden Fall nicht einschätzen, wie gefährlich eine Krankheit ist. Ja. Im Vergleich zum normalen Virus und der normalen Grippewelle. Ja. Ja, schwierig, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster Ja. in irgendeine Richtung legen. Ja, ich finde es halt ein bisschen lächerlich, sage ich jetzt mal, dass diese Hamsterkäufe irgendwo stattfinden. Meine Ja, Frau meinte gestern, es gab kein Toilettenpapier mehr im Einkaufsladen. Und ja, die Leute drehen komplett durch. Ja, ich war selber letzte Woche bei der Bahnrad-WM in Berlin und hatte da auch so ein paar Gedanken im Hinterkopf, oh, ist das jetzt so gut und so, im ICE zu sitzen. Aber ich habe in der ganzen Zeit einen Menschen mit einer Maske gesehen. Alle anderen waren ziemlich entspannt. Fand ich ganz cool. Ja, ich denke, was ist in Anführungsstrichen, was man Positives, Gutes rausziehen kann aus so einer Geschichte, ist auch, dass jeder einfach mehr auf sich achtet, weil Ja. man, wenn man sich mit Hände waschen und das Ja. bewusst, man oft sieht man auf der Toilette, die einmal Wasser über die Hände laufen lassen, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Also, dass man Ja. bewusst 20 Sekunden sich gründlich die Hände wäscht und wenn man irgendwo einen Einkaufswagen hin und her geschoben hat, mehreren Leuten hintereinander die Hand geschüttelt hat, dann ist es besser, sich die Hände zu waschen, bevor man sich damit durch die Augen fährt. Und dann, wenn es dann nicht der Coronavirus ist, kann man sicher die ein oder andere Erkrankung dadurch auch vermeiden, wenn man da ein Ja. bisschen mehr Bewusstsein entwickelt. Ja. Johannes, ich habe in London studiert und in London Ja. auf Toiletten zu gehen, in England, das ist auch so ein interessantes Thema. Da auch Thema Hände waschen, die Leute gefühlt haben das nicht so gemacht, in Pubs vor allem. Mein Trick war immer wegen Toilettentür aufmachen. Ich habe immer gewartet, bis Bis irgendwer er reinkam und dann schnell durchgehuscht. Fuß dazwischen Oder gehalten. Ja. Fuß oder Ellbogen. Ja. Okay, gut. Aber das ist auch so, als wenn nur ganz kurz noch dazu, als, am Rande, so als Sicht des Profisports, hat sich das die letzten Jahre auch sehr, sehr geändert, dass die Fahrer da viel mehr instruiert werden, darauf zu achten, auf Flughäfen, beim Reisen, am Essen steht immer schon in den letzten Jahren Desinfektionsmittel so am Tisch. Also, wie gesagt, das Bewusstsein damit umzugehen. Eine Frage noch, die kommt mir gerade spontan. Du hast viele Länder gesehen, du bist auf vielen, ja, viel unterwegs gewesen. Wenn jetzt jemand dich fragen würde, Johannes, was ist so die Region, die du mir empfehlen würdest, dann musst du unbedingt mal Rennrad fahren. Würde dir da irgendwas einfallen? Was vielleicht jetzt nicht Mallorca, sondern Auf jeden was Fall ist anderes? es sehr ähnlich wie die Eifel, da regnet es viel, aber das Baskenland ist meine absolute Traumregion. Weil immer die Baskenland rund war ein sehr, sehr hartes Rennen, aber es hat mir immer ganz großen Spaß gemacht. Ja. Ist auch vergleichbar mit der Eifel vom Profil, ein bisschen länger die Anstiege noch, aber auch Ja. sehr, sehr steile und wunderschöne Gegend und sehr sportbegeisterte Menschen. Baskenland ist so Nordspanien, oder? Genau, So Nordküste. Atlantikküste. Geht dann auch in die französische Küste Ja, über noch, ja. einen kleinen Teil, genau. Okay. Ja, meine Frau wird ganz gerne dieses Jahr mit mir, mit dem Camper irgendwie so ein bisschen da fahren, mit so einem Sohn. Ich glaube auch so Atlantikküste, Frankreich runter, Biarritz und so weiter. Ja, dann solltet ihr mal noch bis San Sebastian Bilbao weiterfahren, wenn ihr genug Zeit habt. Ja, Du bist ja, glaube ich, auch Surfer, habe ich gesehen. ich würde gerne mehr. Es ist ja in Deutschland schwierig, auch surfen zu gehen. Ja, Aber habe es in den einen oder anderen Urlaub gemacht. weil das habe ich bei dir auf Facebook gesehen. Ist ja, glaube ich, da auch so ein bisschen die Region, oder? Für. Ja, da war ich leider noch nie im Wasser. Gilt auch als rauer. Natürlich, die Temperatur im Atlantik ist nicht so hoch. Ja. Aber es gibt da viele, viele Tage im Jahr, wo das gut möglich ist, ja. Okay, na ja gut, jetzt haben wir vorhin nochmal über deine Deutschland-Tour, deine Involvierung dort als Coach gesprochen. Das heißt, darüber mal hinaus geguckt, du möchtest dich in Deutschland natürlich dann auch als Coach etablieren und machst gerade deinen C-Schein, hast du mir gestern gesagt. Genau, und den habe ich hoffentlich übernächste Woche, habe ich einen Prüfungslehrgang in Ja. der baden-württembergischen Sportschule oder badischen Sportschule. Ja. Und dann B und dann A zum Dann Beispiel. B- und A-Trainer, genau. Das ist Okay. so in Deutschland die vom Verband vorgesehene Ja. Trainerausbildung. Und das ist so, als Athleten, mit denen du dann zusammenarbeitest, könntest du dir natürlich vorstellen, zum einen mit Jedermännern, aber auch mit Profis. Ist durchaus alles vorstellbar, ja, für Ja. mich Oder gibt es. unterschiedlichem Leistungsklientel so Ja. zusammenzuarbeiten, ja. Oder hast du vielleicht ein Faible, dass du sagst, okay, ich würde zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, den Frauenradsport mehr unterstützen? Oder ist das so nicht gegeben? Naja, mit Frauenradsport hatte ich weniger trainingsmäßig zu tun Ja. die letzten Jahre. Ich fange jetzt in Baden-Württemberg an, ein Stützpunkttraining am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg zu leiten, mit einer gemischten Jugend- und Juniorengruppe. Und da sind da auch noch leistungsstarke Mädels sicherlich willkommen. Ja.
Wie siehst du denn grundsätzlich die Nachwuchssituation in Deutschland? Ja, sehr Sehr kritisch auf jeden Fall oder kritisch. überschaubar, aber leider ja. Weil Radsport, speziell Straßenradsport, immer nicht die attraktivste Sportart für Jugendliche ist und die Zahlen sind seit vielen, vielen Jahren schon rückläufig und die viele schöne Straßenrennen, die ich vorher auch gefahren bin, als ich angefangen habe mit Radrennen zu fahren, existieren nicht mehr. Ja, ich hoffe, dass ich auch daran teilhaben kann, dann einen Schub zu geben, dass das ein oder andere, der ein oder andere Jugendliche, das ein oder andere Talent sich mit dem Radsport weiterentwickelt. Ja, ist das in Deutschland so ein typisches Phänomen, dass es natürlich nur nach oben geht? Thema Tennis, Becker Graf, Radsport, Jan Ullrich und Telekom Schon, ja. früher, dass man halt jetzt jemanden wieder bräuchte, der oben irgendwie. Ich persönlich glaube ja, dass bei der Tour de France Sprintersiege schön und nett sind und cool sind, aber nicht dazu beitragen natürlich, dass jetzt kleine Kinder in den Radverein gehen. Da ist halt immer nur der Fokus aufs gelbe Trikot zum Beispiel. Ja. Würdest du da zum Beispiel Lennart Kemner zutrauen, dass er in 2, 3, 4 Jahren einen Schritt machen könnte aus deutscher Sicht? Oder Emanuel Buchmann hat ja schon einen guten Schritt gemacht? Ja, ich will jetzt da keinem der beiden auch zu viel Last Druck zur auf Böden, Last ja. auflegen. Es sind beide sehr talentierte Fahrer, vor allem Ja. Lennart ist noch jünger, das will ich sicherlich noch einen Entwicklungssprung möglich. Ja. Und es wäre schön für Deutschland, wie du sagst, weil die ganzen Sprinterfolge letzten Jahr war eigentlich immens. Ja. Also wie viele gute deutsche Profis bei der Tour de France vorne mitgemischt haben, aber im Gesamtklassement war jetzt bis auf Emanuel Buchmann in den letzten Jahren keiner mehr Ja. richtig dabei und das würde bestimmt helfen, dass der ein oder andere Jugendliche mehr sich mit dem Sport auseinandersetzt. Du warst Kollege von Kittel. Hat er dich mal im Sprint zersägt oder hast es gar nicht drauf ankommen lassen? Ich glaube, da brauche ich, hätte ich es gar nicht probieren müssen, mitzusprinten, ja. Schaffst es, du bist ein leichter Kerl, schaffst du es über 1000 Watt im Sprint? Ich habe tatsächlich die letzten Jahre immer große Mühe gehabt, nochmal die 1000-Watt-Grenze. Ja? Ich auch als junger Profi war es kein Problem. Es hat stetig abgebaut. Dieser Dieselmotor ist immer größer geworden, die Ja. Schnelligkeit. Okay, jetzt bist du weg, Johannes. Hörst du mich noch? Ja. Okay. Ja, hi Leute, hatten gerade eine kleine technische Störung. Johannes hat nochmal so die Entwicklung aufgezeigt von seiner Schnellkraft versus Dieselmotor. Ja, Johannes, hat mich sehr gefreut. Das Gespräch war sehr sympathisch, sehr authentisch. Und wenn ihr Interesse habt, mit dem Johannes mal zu trainieren oder seine Trainingspläne euch anzuschauen, das findet ihr auf der Deutschland-Tour-Seite. Ich verlinke das doch mal unter dem Video hier auf YouTube. Und würde mich persönlich wirklich sehr freuen, wenn wir uns zum Beispiel am 23.08. mal irgendwie sehen könnten in Nürnberg. Hoffe, dass das irgendwie klappt. Ist ja immer viel Gewurschtel bei so einem Rennen. Ja. Was steht heute noch bei dir an? Ich bereite mich jetzt langsam auf die C-Trainerprüfung vor. Ich war heute Morgen tatsächlich Radfahren, Ja. weil wir einen schönen sonnigen Tag haben unten im Breisgau Ja. und schauen wir jetzt nochmal die Unterlagen beim guten Kaffee an. Ja, Kaffee aus Filter oder mit Eine schöne Barista-Maschine? Siebträgermaschine, ja. Ja, Ja. sehr cool. Was hast du für eine Siebträger? Bezzera, eine kleine italienische Marke Ja, wir haben uns neulich. aus der Lombardei, ja. Ja, wir haben uns auch jetzt vor 2, 3 Monaten eine gegönnt. So eine, wie heißt die, Quick Mill. Ja, die ersten Kaffees, alles irgendwie anders. Da brauchst du so ein bisschen schon Gefühl mit der Zeit, dass du da den Kaffee so hast, wie du ihn haben willst. Ja, muss man ein bisschen Zeit investieren, aber dann Ja. lohnt sich's auf jeden Fall. Meine Frau ist noch am Verzweifeln mit dem Milchschaum. Sie will den so Ja. richtig fest haben und so. Das gelingt ihr nicht immer. Ja, Stück für Stück. Stück für Stück. Und Das hilft. YouTube-Videos und so gucken wir die ganze Zeit, wie man den Kaffee das so rührt. Ja. Wie mit der Form auf dem Rad muss man Zeit investieren. Ja. Okay, gut, Johannes. Vielen Dank fürs Gespräch, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir verlinken auch nochmal Joes Johannes Instagram-Profil unten rein. Hast du noch eine Seite, die man verlinken kann? Mit deinem Trainer-Zeug? Twitter, Twitter? eine Trainerseite bisher nicht, ne. Okay. Dann, ja, vielen Dank, Johannes. Schönen Danke Gruß in die auch. Eifel, wenn du das nächste Mal da bist. Mache ich Und gleichfalls. Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Und Kanal abonnieren und bis später, gell? Servus. Ciao.